Bundesfinanzminister Lindner schwört Deutsche auf lange Phase der Entbehrungen ein. Er sieht, Zitat, 3 bis 4, vielleicht 5 Jahre der Knappheit auf uns zukommen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sieht Deutschland einem ökonomischen Angriff aus Russland ausgesetzt. Was das für Auswirkungen auf die Preise hat, wir schauen es uns heute ganz genau an, schauen uns die Argumente an. Wie steht's um Netgas, das nun lebenswichtige Gas für uns? Wie steht es um die Erdgaspreise? Was wird aus den Energiepreisen generell für uns werden? Los geht's! Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, liebe Divers. Mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiteres Video der HKCM. Wir wollen heute über äußerst dramatische Reden zweier Spitzenpolitiker in diesem Land sprechen, einmal Robert Habeck, einmal Christian Lindner, deren Auswirkungen auf unsere Volkswirtschaften und direkt auch unser tägliches Leben. Danach wollen wir auf unsere Perspektive gehen, das heißt die der Chartanalyse, uns wirklich anschauen, was erwartet uns in den nächsten Wochen und Monaten, direkt auf die Charts schauen, im Bereich der Energiebeschaffung und der Energiewerte und Ihnen dann einen möglichst guten Überblick zu geben, damit Sie, sagen wir einfach mal, wissen, was in den nächsten Monaten auf uns zukommt, fernab der politischen Agitation hin zu einer charttechnischen Betrachtung. Wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. Starten wir mal los, vielleicht damit, um Sie abzuholen, weil wahrscheinlich immer noch einige Leute die äußerst dramatischen Worte von Robert Habeck noch nicht gehört haben. Ich meine, man kann sagen, die Katze ist nun aus dem Sack. Es kann jetzt keiner mehr sagen, ach, ist doch alles gar nicht so schlimm, das wird schon alles irgendwie glimpflich vorbeigehen. Schauen wir uns mal als allererstes an, was er gesagt hat. Ich habe Ihnen einen Zusammenschnitt der letzten Rede Robert Habecks und dann nehmen wir das Ganze auseinander und analysieren das mal. Los geht's. Wenn eine Störung der Gasversorgung oder eine außergewöhnlich hohe Nachfrage nach Gas vorliegt, die zu einer erheblichen Verschlechterung der Gasversorgungslage führt, der Markt aber noch in der Lage ist, diese Störung oder Nachfrage zu bewältigen, ohne dass nicht marktbasierte Maßnahmen ergriffen werden müssen. Dieser Fall liegt vor. Wir haben uns die paar Tage Zeit gelassen, die Szenarien durchzurechnen. Das ist kein Spiel. Wir müssen einen so gravierenden Schritt gut begründen können. Und die Begründung ist aus meiner Sicht schlagend. Ich will und ich muss an dieser Stelle sagen, dass ich natürlich auch recht, dass wir in den letzten Jahren in Deutschland nicht gut genug waren. Es sind die Versäumnisse der letzten Dekade, die uns jetzt in diese Bedrängnis geführt haben. Und damit meine ich nicht nur die politisch falsche Abhängigkeit von Russland, sondern auch die fehlende Bereitschaft, Alternativen zu schaffen. Wie anders ständen wir da, wenn wir die letzten Jahre in der Energieeffizienz und beim Ausbau der Erneuerbaren wirklich massiv vorangekommen wären, statt einfach nur im Stillstand zu verharren? Das rächt sich jetzt und muss mit großer Geschwindigkeit aufgeholt werden. Damit bin ich beim Preis, denn § 24 ENSIG würde eine Preisweitergabe der Gasbetreiber außerhalb der Verträge bedeuten. Diese Preise werden zu tragen sein von der Wirtschaft, von den Verbrauchern und von den Verbrauchern. Und unabhängig davon, ob man 24 ENSIG zieht oder nicht, die Preise kommen bei den Verbraucherinnen und bei den Verbrauchern an. Das, was wir also hier im Moment erleben, ist eine extreme Belastung für viele Menschen, für viele Unternehmerinnen und Unternehmer. Diese Belastung ist ein externer Schock. Es ist ja nicht die Schlunzigkeit der deutschen Volkswirtschaft, die uns zu dieser Situation geführt hat, sondern der Krieg in Russland. Und durch den Krieg und durch die politisch induzierte Verknappung von fossilen Rohstoffen, der Druck, der im Land aufgebaut wurde. Diese Preise müssen also getragen werden. Ja, wie ich eingangs schon sagte, die Katze ist aus dem Sack. Ich denke, die Zeit der Illusionen für viele, viele Leute, die bis gestern noch dachten, alles wird gut, wir schaffen das, ist jetzt wahrscheinlich so langsam vorbei. Nehmen wir die ganze Sache mal auseinander. Was wurde gesagt? Vielleicht mal ganz simpel erklärt.
Ob man das jetzt so sehen möchte, dass es die Bundesregierung verbockt hat oder der Feind im Außen sitzt, Wladimir Putin, der es böse mit uns meint. Am Ende des Tages, so hat es Robert Habeck auch ganz klar zum Ausdruck gebracht, sind es die lieben Bürgerinnen und Bürger, die dies bezahlen werden müssen. Was ist das Problem? Bevor wir jetzt gleich mal in die einzelnen Aussagen gehen, zeige ich Ihnen einen Chart. Wenn Sie möchten, dass möglichst viele Leute einen Mehrwert von diesem Video erhalten und diese Inhalte sehen, geben Sie diesem Video gerne ein Like, dann wird es durch den YouTube-Algorithmus an möglichst viele Leute rausgetragen. Also, wir schauen uns den Gasliefer-Chart an. Stündliche Gasflüsse durch die Pipelines bei Greifswald, das ist Nord Stream 1. Was ist hier passiert? Das Ganze wird in Gigawattstunden gemessen. Das geht ja nicht weit zurück, der Chart hier, seit dem 1.6. Da sehen Sie, dass wir hier ungefähr mit einer Auslastung von 100 kW gelaufen sind, die dann in den letzten Tagen erst marginaler abfiel, um dann eben ab dem 14.6. auf 80 und unter 80% zu fallen und bereits am 15. und dann am 16. auf circa 40 und teilweise sogar ein bisschen drunter als 40 zu fallen. Also Weithaus, die Lieferstätte Weithaus ist bei ungefähr 40, Greifswald Nord Stream 1 kann man sagen, liegt jetzt schon sogar bei 30% Liefermenge. Da gibt es jetzt unterschiedliche Argumentationen darüber. Es ist müßig. Die Bundesregierung sagt natürlich, das hat nichts damit zu tun, dass wir ein Wartungsteil nach Kanada geschickt haben, wohl wissend, dass diese es aufgrund der Sanktionen und des Embargos gegen Russland nicht zurückschicken werden, sondern die sagen, das hat ganz andere Gründe. Der Russe macht das extra. Es spielt nicht wirklich eine Rolle. Wir gehen jetzt mal in die einzelnen Aussagen rein, schauen uns das an und gehen dann auf die Chartanalyse. Also starten wir los. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck wertet die durch Russland reduzierten Gaslieferungen als ökonomischen Angriff auf Deutschland. Zitat: Was wir gesehen haben in der letzten Woche ist nochmal eine andere Dimension, sagte der Grünen-Politiker beim Abschluss des BDI-Tages der deutschen Industrie. Die Reduktion der Gaslieferungen durch Nord Stream 1 ist eben auch ein Angriff auf uns. Muss man dazu sagen, ein Angriff auf uns, ein ökonomischer, der Russe reduziert eine Ware, die er uns verkauft, von der wir uns wissentlich, was wir tun, die Politik auf jeden Fall, abhängig gemacht haben, wie ein Junkie, der nur noch einen einzigen Dealer hat, der ihn beliefert, so haben wir es mit dem Gas gemacht. Und jetzt ist es ein Angriff, wenn der Russe, auf den wir heftigste Sanktionen liefern und nicht nur Sanktionen, die ja auch ökonomischer Natur sind, sondern eben Waffen, die wiederum russische Soldaten töten sollen, um nichts anderes geht es. Und die Reaktion ist eben eine der russischen Seite, ob das jetzt deswegen ist oder wegen dem Wartungsteil, die Gasmenge zu reduzieren. Verwundern sollte das eigentlich niemanden. Lesen wir mal weiter. Russlands Präsident Wladimir Putin wolle Ängste schüren, unter anderem vor Armut. Zitat: Putin hat diesen Krieg vom Zaun gebrochen, weil er die individuelle Freiheit der Menschen nicht ertragen kann, so Habeck. Diese Strategie darf nicht erfolgreich sein. Jetzt werden Sie in den letzten Monaten sicher Dutzende Gründe gehört haben, warum dieser Krieg vom Zaun gebrochen wurde, wenn man das nennen möchte, warum Russland eine Generaloffensive in die Ukraine gestartet hatte. Es gibt es unterschiedlichste Gründe, je nachdem, welcher Seite Sie glauben wollen. Welchen ich zum allerersten Mal höre, ist, dass dieser Krieg begonnen wurde, weil Putin die individuelle Freiheit der Menschen nicht ertragen kann. Deswegen hat er die Ukraine angegriffen. Und das sagte Herr Habeck auf dem Treffen beim BDI. Ich stelle mir da die Frage, was haben diese ganzen Wirtschaftsleute da gedacht? Ich meine, die kennen sich ja schon ein bisschen aus. Und die sollen jetzt glauben, der Krieg ist begonnen worden, weil Putin die individuelle Freiheit der Menschen nicht ertragen kann. Lesen wir mal weiter.
Deutschland stuft die Maßnahme als politisch motiviert ein. Habeck will daher den Gasverbrauch vor allem in der Industrie reduzieren und die Befüllung der Speicher vorantreiben. Nun, ich denke, es ist absolut essentiell wichtig, die Befüllung der Speicher voranzutreiben, denn das ist quasi die Achillesferse, die wir haben, dass wir auf der einen Seite extreme Abhängigkeit uns selbst geschaffen haben, russischem Gas gegenüber, gleichzeitig dem Land, das uns mit lebenswichtigen Materialien versorgt, härteste Sanktionen auf sie legen, den Gegner dieses Landes mit Waffen versorgen im Krieg und nun den nationalen Notstand, also den Gasnotstand Alarmstufe 2 auszurufen und währenddessen noch nur halbvolle Speicher zu haben. Das ist eine Kette an gigantomanischen Fehlern, die da begangen wurde. Lesen wir weiter. Am Sonntag hatte er zudem angekündigt, dass auch mehr Kohlekraftwerke zum Einsatz kommen sollen. Die Industrie unterstützt Habecks Pläne. Nach Kritik von Klimaschützern beteuerte die Bundesregierung, dennoch an ihrem Ziel vom Kohleausstieg bis 2030 festhalten zu wollen. Nun, ich meine, es ist absolut richtig, absolut alle verfügbaren Stromquellen als auch Energiequellen zu nutzen, Strom, Gas, Energie, Kohle, egal was es ist, um das zu tun, wofür unsere Politiker eigentlich einen Meineid geleistet haben, nämlich Schaden vom deutschen Volk abzuwenden. Wie Sie vielleicht bemerkt haben, wird hier noch nicht über den Elefanten im Raum gesprochen, nämlich, dass wir noch genau 3 Atomkraftwerke übrig haben. Diese sollten nicht abgeschalten werden, wenn wir einen massiven Notstand haben, wenn es darum geht, dass dieses Land in Armut fällt, dass die Industrie massivste Schäden kriegt, dann sollte absolut jeder Weg, der auch nur irgendwie möglich ist, ohne Murren, ohne Widerspruch, sofort eingeleitet werden. Dass wir bereits hier wieder Kritik von Klimaschützern bekommen, die sagen, oh, die schmutzige Kohle, das ist aber gar nicht richtig jetzt. Lieber frieren und hungern wir für den Frieden und liefern wieder Waffen für den Frieden, als ein paar Kohlekraftwerke anzuschalten. Und über die Atomkraft wollen wir gar nicht erst reden. Lesen wir weiter. Die Situation könne schlimmer werden als die Corona-Pandemie, in der die Wirtschaft 2020 so stark eingebrochen ist, wie seit mehr als einem Jahrzehnt nicht mehr, sagte Habeck weiter. Zitat, ich glaube, das ist vielen noch nicht ganz klar. Ich glaube, da hat er absolut recht. Über Monate seien Belastungen für die Wirtschaft möglich. Es gehe um ganze Existenzen von Firmen. Ich muss hier etwas widersprechen. Es ist zwar absolut richtig, es geht um die Existenzen von ganzen Firmen. Ich meine, es geht um die Existenzen von ganzen Industriezweigen. Denn schauen wir uns Länder an, auf die wir ja immer verächtlich schauen, in denen Oligarchien herrschen. Das ist ja deshalb, weil der Wettbewerb weitestgehend ausgeschalten wurde und nur noch die größten Player überlebt haben. Und das sind dann meistens die eben sogenannten Oligarchen, die man so schön bildlich hinstellen kann mit ihren gigantischen 130, 150 Meter Yachten und 15, 20 Milliarden Dollar Vermögen. Nun, was passiert denn bitte, wenn in den Firmen und ganzen Industriezweigen diese aussterben? Da werden nicht 100% aussterben, sondern es wird ein Überleben der Stärksten werden. Und das werden dann sogenannte Oligarchen, denn die werden in gigantomanischem Ausmaß anwachsen, weil die ganzen anderen Konkurrenzunternehmen dann pleite sind. Das wird unglaublich viele Arbeitslose geben. Auf der anderen Seite drückt es für den Überlebenden das Lohnniveau nach unten, weil jeder muss dann Arbeit suchen. Es gibt dann keine Konkurrenz mehr. Lesen wir weiter. Die Gasspeicher seien noch nicht voll genug, nur zu etwa 60%. Sollte Deutschland mit halbvollen Speichern in den Winter gehen, drohe eine schwere Wirtschaftskrise. Viele Industrieprozesse funktionieren Experten zufolge ohne ausreichende Gasmengen nicht mehr. Also auf der einen Seite soll die Industrie Gas sparen. Auf der anderen Seite sagen die Experten, dass wenn Gas gespart wird, also nicht mehr in vollem Maße genutzt, dann fehlt dies, um wichtige Prozesse in der Industrie weiter fortzuführen.
Dieser Meinung ist er ja nicht alleine aus der Politik, ne, das muss man wohlgemerkt sagen, diese Ankündigungen, Warnungen kamen seit Monaten aus der Wirtschaft. Wir sprechen seit Monaten in den Videos genau über diese Dinge. Da hat man am Anfang noch gesagt, so ein Blödsinn, die Russen drehen uns niemals das Gas ab. Die brauchen das für den Krieg. Denen ihre Wirtschaft ist völlig am Ende. Denen ihre Währung ist völlig am Ende. Die wird ins Bodenlose fallen. Das schauen wir uns nachher auch gleich mal an. Jetzt gehen wir als nächstes mal noch kurz auf eine zweite Meinung. Christian Lindner kommt mit folgenden Aussagen. Lindner sieht 3 bis 4, vielleicht 5 Jahre der Knappheit. Hohe Inflation, Lieferkettenprobleme, der Bundesfinanzminister befürchtet eine schwere Wirtschaftskrise. Bei den Gegenmaßnahmen dürfte es keine Denktabus geben. Ich denke, da sind, ja, ich sage immer alle, weil ich von mir selber ausgehe, aber es ist ja nicht so. Man sollte sich eigentlich einig sein, dass wenn es darum geht, dass hinter einem die Klippe steht und vor einem immer näher ein Objekt naht, dem man nicht ausweichen kann, dass es dann keine Denktabus gibt. Aber für viele in Deutschland, die sagen sich wahrscheinlich wirklich, und das glaube ich auch so, die würden lieber frieren, lieber hungern, lieber im Dunkeln sitzen, im allerhärtesten Fall, als dass sie wirklich dramatische Veränderungen, die gegen ihre eigene Ideologie gehen, zulassen würden. Zum Beispiel eine Weiterführung der Atomkraft oder zum Beispiel einen diplomatischen Dialog zwischen den Kriegsparteien zu führen, der ja abgelehnt wird, de facto abgelehnt wird. Der diplomatische Dialog einmal des Westens mit Russland und zwischen Zelensky und Putin. Ja. Bundesfinanzminister Christian Lindner warnt vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine von einer wirtschaftlichen Krise. Zitat, es besteht die Gefahr einer sehr ernstzunehmenden Wirtschaftskrise aufgrund der stark gestiegenen Energiepreise, aufgrund der Lieferkettenprobleme und aufgrund der Inflation. Meine Sorge ist, dass wir in einigen Wochen und Monaten eine sehr besorgniserregende Situation haben könnten, sagte der Minister. Zitat, und in dieser Situation dürften wir nicht wählerisch sein. Es geht ja um 3 bis 4, vielleicht 5 Jahre der Knappheit und dafür müssen wir eine Antwort finden. Ja, also Streitpunkt Atomausstieg, Sie können sich schon wieder vorstellen, es geht jetzt schon wieder darum, dass man Ideologien spielen lässt. Wir haben doch gesagt, wir gehen raus, also vielleicht mal ganz kurz hier das Playing Field zu erklären. Das Ganze kam ja damals wegen Fukushima, der Atomreaktorkatastrophe in Japan. Als allererstes müssten ja die Japaner sagen, Teufel, weiche von mir, wir gehen sofort raus aus der Atomkraft. Die Katastrophe ist ja nicht in Deutschland passiert. Die Japaner und jedes andere Land auf diesem Planeten machen weiter und Deutschland sagt, nein, wir verabschieden uns. In ungefähr der schlimmsten, dramatischsten Phase, in der man sich verabschieden könnte von einer Energielieferquelle, während wir so dringend Energie brauchen. Bevor wir nun uns jetzt direkt die Charts anschauen und ich Ihnen mal die Energiesituation erkläre, noch kurz einen Blick auf die Situation Russlands, weil ja da immer gesagt wird, diese Sanktionen, die wir auferlegen, die ja uns massiven Schaden zufügen, die verkrüppeln die russische Wirtschaft, die lassen den Rubel ins Bodenlose fallen. Nun, die New York Times, ein Magazin, das wohl absolut nicht im Verdacht steht, russlandfreundlich oder Putin-versteherisch zu sein, schreibt hier einen bemerkenswerten, ehrlichen Artikel. The Russian Ruble keeps rising, hitting a 7-year high. Also der russische Rubel steigt und steigt. Er hat jetzt ein 7-Jahres-Hoch erreicht. Es gibt hier ja schon durchaus Berichte, die sagen, und Ökonomen, die sagen, der Rubel wird die stärkste Währung der Welt werden. Was schreibt hier die New York Times? Also man sieht hier als allererstes mal den Chart des Verlaufsweges, dann hier Start der Invasion, auch damit Start der massiven Sanktionen. Diese Sanktionen haben den Rubel fallen lassen für genau ein paar Wochen und seitdem erleben wir einen epochalen Anstieg dieser Währung. Und es wurde ja bisher immer behauptet, die ist ja vollkommen abgeschlossen, das ist ein komplett künstliches Gebilde, das sieht quasi nur so aus, denen geht's überhaupt nicht gut. Der Rubel wird nirgendwo genutzt, außer in Russland. Nun, die New York Times selber klärt auf, dass dies mitnichten so ist, sondern dass der Rubel immer mehr genutzt wird. Ja? Schauen wir uns das Ganze hier an. Also erstens, die russische Wirtschaft hat sich deutlich besser gehalten, als viele durch die Sanktionen erwartet haben.
Dann haben wir hier höhere Einnahmen von Öl- und Gasexporten, welche die Preise haben extrem steigen lassen, haben ausgeglichen, also ich übersetze hier mal, which have surged as price rise in demand in Asia makes up for cutbacks in Europe. Also diese, das Zurückfahren der Liefermengen und der Warenannahme der Europäer haben die Asiaten bereits ausgeglichen. At the same time, Russian imports have fallen sharply. Russische Importe sind stark gefallen, was aber langfristig denen ihre Binnenwirtschaft stärkt, denn sie sind dann gezwungen, ähnlich wie wir jetzt auch wohlgemerkt, das wollen wir mal ganz fair sagen, wenn man nicht mehr etwas bekommt, dann geht man entweder unter oder man lernt damit umzugehen und stärkt damit seine Binnenwirtschaft. Was die Russen ja aber seit vielen Jahren schon machen, denn was ja vergessen wird, diese Sanktionen gegen Russland, die gibt es nicht erst seit Kriegsbeginn, sondern die gibt es schon viele Jahre davor. Die sind eben nur noch mal massiv angezogen. Der Russe hat, ist es aber schon längst gewöhnt, was es bedeutet, die Binnenwirtschaft gestärkt zu haben. So. Schauen wir uns das Ganze mal an, direkt auf unserem Chart, denn wir haben das ja schon seit Monaten beobachtet, haben hier die Punkte eingezeichnet. Einmarsch in die Ukraine war hier, dann hatten wir diesen scharfen Abverkauf um 48,12%. Da sah das dann auch wirklich so aus, das haben sie dann in den Nachrichten auch vermeldet. Die russische Wirtschaft steht kurz vor dem Kollaps, es kann sich nur noch um Tage handeln. Dann hatten wir hier genau am 7. März das Tief und seitdem, man kann es nicht anders sagen, ja. Es gab natürlich absolute Maßnahmen der russischen Zentralbank, die den Rubel zu stützen, logischerweise. Das ist ja auch das, was eine Zentralbank eigentlich tun sollte. Es sollte versuchen, die eigene Wirtschaft, die eigene Währung zu stützen. Aber dass die trotz dieser massivsten Sanktionen bisher vom Tief innerhalb von ein paar Monaten um 202% gegenüber dem US-Dollar gestiegen ist, ist nicht weniger als unglaublich. Wenn man sich das hier mal anschaut, seit Einmarsch, ja, man nimmt hier exakt den Punkt des Einmarsches, seit Einmarsch ist das in einer Daueraufwärtsbewegung, und wir reden jetzt hier gerade von 53% plus, selbst die New York Times sagt hier, interesting, was hier abläuft. Ja. Da muss man sich auch fragen, was ist es wert gewesen, wenn man sich selbst schädigt? Schädigt man den anderen noch mehr oder schädigt man sich selbst durch die Sanktionen deutlich mehr als den zu sanktionierenden Gegner? Wir schauen uns das Ganze jetzt mal direkt an, was ja wirklich relevant ist für uns. Und das ist LNG, Liquid Natural Gas. Liquid Natural Gas ist das Gas, das wir jetzt dringend brauchen aus den USA, auch aus anderen Ländern, beispielsweise Nordafrika, Ägypten ist auch großer LNG-Lieferant für Frankreich und Litauen. Problem ist, dass der Freeport Hub LNG hat, einer der größten Lieferanten, ist vor ein paar Wochen abgebrannt. Ich hatte das in dem letzten Video gezeigt. Sehr problematisch, denn bis zum Herbst wird wahrscheinlich nur eine massiv gedrosselte Menge kommen. Wir waren ja davor schon sehr, sehr bärisch auf den LNG-Preis eingestellt. Wir schauen uns das jetzt mal an. Was ist passiert, wenn Sie die Videos der letzten Monate bei uns kennen? Wir haben gesagt, in diesem Bereich hier, der Preis wird massiv fallen. Da haben, ich würde nicht mal sagen, Leute gelacht, sondern die haben uns einfach nur noch unglaublich angeguckt und haben gesagt, das ist völlig unmöglich. Es gab noch nie auf dieser Welt ein bullischeres Umfeld für LNG, als wir es jetzt gerade haben. Wir haben seit dem Hoch, 8. Juni, in diesem Monat, ja, bisher 37,7, also knapp 38% an Wert verloren. Sie kennen diesen Zielbereich hier aus dem letzten Video. Der wurde gesetzt rein auf Basis der Elliott-Wellen-Methodik. Wir haben gesagt, hier shorten den Markt hier rein. Der Markt steht jetzt aktuell gerade im Zielbereich. Es wird sich jetzt zeigen, ob wir hier die Trendwende ausbauen. Theoretisch in einem noch dramatischeren Bild, was ich aber aktuell nicht erwarte, ist, dass wir hier durchbrechen direkt. Aktuell sehen wir die Situation eher so, dass wir jetzt übergeordnet nach wie vor bärisch sind. Wir sehen also den LNG, also den Liquid Natural Gas, den Flüssiggaspreis aus den USA mittelfristig weiter fallen, ja, und zwar in diesen Bereich hier rein, unten bei 4,20. Das sind also durchaus nochmal signifikante weitere Abverkäufe. Imminent aber erwarten wir, dass er hier die Welle 3 abgeschlossen hat und nun hier hochkommt. Jetzt werden die Trader unter Ihnen wieder fragen, ist das eine handelbare Position? Ich meine aktuell nein. Warum?
weil wir immer ein positives Chancen-Risiko-Verhältnis von mindestens 3:1 haben wollen. Wer hier diese Short-Position eingegangen ist, erstmal herzlichen Glückwunsch. Sie haben sich wahrscheinlich eine Jahresrendite innerhalb von ein paar Tagen reingeholt. Aber diese Positionen sollten meiner Meinung nach jetzt auch abverkauft werden, Gewinne realisiert, außer Sie sagen, okay, ich habe eine größere Position, ich verkaufe die Hälfte der Gewinne, warte ab, baue hier nochmal eine Short-Position ein oder möchte insgesamt deutlich tiefer noch halten. Wir erwarten jetzt aber erstmal eine Gegenbewegung. Diese hat ungefähr ein Potenzial von circa 18%. Ja. Sobald wir mal sehen, wo hier der Boden ausgebaut wird, können wir auch diesen Bereich hier konkretisieren und dann werden wir dort auch einen genauen Trendwendebereich einbauen. Jetzt sind übrigens, um das hier mal ganz transparent zu zeigen, die letzten 1, 2, 3, 4, 5 Trendwendebereiche korrekt getroffen worden, jetzt der 6. Wohlgemerkt, das kann man hier noch nicht final sagen, weil wir könnten auch durchbrechen, dann würde ich sagen, okay, hier lagen wir falsch, wir haben hier die Trendwende nicht korrekt berechnet. So, auf jeden Fall, das ist übrigens Bestandteil unseres täglichen NetGas-Abos, das Sie nutzen können, wenn Sie entweder wissen wollen, wie sich der Gaspreis bewegt auf Sicht der nächsten Wochen und Monate oder aber auch diesen Handel wollen und dafür sind dann hier unsere Trendwendebereiche oder Einstiegsbereiche zu nutzen. Also insgesamt gehen wir davon aus, dass der Preis, wenn er von hier nochmal eine Trendwende einlegt, weiter abverkauft und zwar in den Bereich von 4,20 oder bis zu 4,20 runter. Das wären dann nochmals circa 33-40% Abverkaufspotenzial, was noch auf uns zukommt. So, das Problem der ganzen Sache, und das möchte ich Ihnen jetzt auch noch zeigen, dann kommen wir zum Schluss, ist die langfristige Erwartung. Die langfristige Erwartung ist, und das ist hier der langfristige Chart, unser Daily, den erhalten Sie dann auch immer täglich mitgeschickt in Ihrem täglichen NetGas-Abo, das Sie per E-Mail erhalten. Das Problem ist, dass wir, wenn wir diese große C hier abschließen, selbst die hier ist ja noch hier in diesem Bereich bei 6,40, da muss der Chart noch weiter runter gemacht werden, also angeglichen. Wir sehen den Wert, der jetzt hier noch circa bis auf die 4,20, habe ich gesagt. So, 4,20, das wäre hier. Also circa nochmal 30% runter. Die Problematik ist, dass selbst wenn wir uns hier aufhalten, wir dann längerfristig nochmal eine sehr, sehr starke Aufwärtsbewegung sehen. Und zwar in einen Bereich von circa 11 bis 12 Dollar. Das ist oft, es gibt zwei Probleme dabei. Erstens, wir sehen aktuell gerade nichts von dem vergünstigten LNG, weil durch die Verknappung, dadurch, dass wir es extra kaufen müssen, dadurch, dass wir deutlich schlechtere Verträge haben, wir jetzt nicht gerade den vergünstigten Preis von LNG bekommen, sondern wir bekommen einen mit massiven Aufschlägen, denn die ganzen Länder, wir sind ja quasi händeringend, wir krallen uns an die Bestände, die irgendwo frei werden, um hier möglichst noch für uns für den Winter Gasbestände zu bekommen. Also außerhalb des russischen Gases, LNG-Gas, deswegen kriegen wir quasi gar nichts mit von den Verknappungen, sondern wir zahlen im Gegenteil noch deutlich höhere Preise. Problematisch wird, wenn das hier in Zukunft von dann einem Level, wenn wir es hier von 4,20 sehen, hochkommen könnte und dann nochmals ca. 150-160% ansteigt. Ich hoffe, ich habe Ihnen da mal einen guten Überblick geben können, auf der einen Seite zur politischen Situation, zu dem, was ich von der politischen Situation und den Aussagen aktuell halte, als auch dem Chartbild, das wir sehen. Ich hoffe, das Ganze hat Ihnen einen Mehrwert gegeben. Lassen Sie dem Video einen Like da. Wenn ja, ich wünsche Ihnen jetzt ein wunderschönes Wochenende. Machen Sie es gut. Danke.